In diesem Video geht es um das Drama Dantons Tod von Georg Büchner. Büchners Drama in vier Akten handelt vom Schicksal des französischen Revolutionärs Georges-Jacques Danton. Büchner verwendet in seinem Stück zahlreiche historische Quellen. Es gilt daher als Vorläufer des Dokumentartheaters. Ganze Partien werden aus Originalreden der Revolutionäre entnommen. Zum ersten Mal in der Geschichte des Dramas tritt das Volk in den Straßenszenen als dramatische Person auf. Schauen wir uns den Inhalt des Werks an. Büchners Drama spielt in der Zeit der Grabenkämpfe nach der Ermordung des französischen Königs im Jahr 1793. Nachdem Danton selbst als Revolutionär Gewaltmaßnahmen mitgetragen hat, verfolgt er nun eine gemäßigte Richtung. Er möchte die Errichtung der bürgerlichen Republik ohne Gewalt erreichen. Sein Gegner Robespierre vertritt die Gewaltherrschaft der Jakobiner, die keine gemäßigten Gruppierungen dulden und vor Gewalt und Terror nicht zurückschrecken. Danton wird verhaftet, weil er sich offen gegen die Fortsetzung dieser Schreckensherrschaft ausspricht. Mehrfach muss er sich vor dem Revolutionstribunal verteidigen. Dort erntet er zunächst Beifall, dann schlägt die Meinung jedoch um. Schließlich wird er durch die Guillotine hingerichtet. Betrachten wir nun die beiden Hauptpersonen des Stücks etwas genauer. Danton fordert eine Beendigung der Gewalt. Er steht den Folgen der Revolution skeptisch gegenüber. Letztlich zeigt er sich politisch resigniert. Robespierre dagegen treibt die Revolution skrupellos an. Er mordet im Namen der politischen Moral. Auch in den Charaktereigenschaften unterscheiden sich die beiden Protagonisten maßgeblich. Während Danton ein geistreicher und genussfroher Mensch ist, zeigt sich Robespierre auch als hart gegenüber sich selbst und lebt in asketischer Strenge. Eine wichtige Rolle im Werk spielt die Darstellung des Volkes. Das Volk wird bei Büchner nicht als Träger, sondern als Opfer der Revolution gezeigt. Das spiegelt Büchners eigene Revolutionsskepsis wider. Das Volk verbleibt im andauernden sozialen Elend. Es zeigt sich als wankelmütig und von Demagogen leicht verführbar. In der Übersicht habe ich euch die wichtigsten Informationen zu Dantons Tod nochmal zusammengefasst. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video helfen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.